Das Free-to-Play-Wochenende ist vorbei und trotzdem haben wir immer noch knapp 100.000 Spieler auf Steam. Wie kann sowas sein? Irgendwie kann ich mir das gar nicht vorstellen, dass 100% dieser Leute, oder zumindest nahezu 100% dieser Spieler, sich für einen Zehner das Spiel nach dem Free-to-Play-Wochenende gekauft haben und sich dazu entschlossen haben, jetzt spielen wir das aktiv. Das ist irgendwie sehr merkwürdig alles. Das menschliche Gehirn. Viel zu komplex, als dass es ein menschliches Gehirn verstehen kann. Aber Battlefield scheint trotzdem mittlerweile zu einem gewissen Grad zurück zu sein. Es hat nur 6 Seasons gedauert scheinbar. Und was das Spiel jetzt alles noch braucht, um auch diese Spielerzahl halten zu können und vor allen Dingen auch, um vielleicht sogar noch mehr Spieler dazu zu bekommen, darüber reden wir in diesem Video. Grundsätzlich hat Battlefield 2042 im Vergleich zu den vorherigen Seasons gar nicht so viel anders gemacht. Im Gegenteil, in dieser Season bekommen wir sogar weniger Content als in denen davor. Beispielsweise die Portal-Waffen. Die sollen wir ja scheinbar gar nicht bekommen im Laufe der Season und das war bisher immer der Fall. Wir haben immer Waffen aus dem Portal-Modus in den All-Out Warfare-Modus bekommen. Immer mit Mid-Season-Patches, sage ich jetzt mal. Und das wird diesmal nicht der Fall sein, denn die Begründung war, laut einem Q&A mit den Entwicklern, dass sie die Zeit gebraucht haben, um diese 3 Waffen ordentlich zu implementieren und zu entwickeln und deswegen wird es keine Portal-Waffen geben, die rüberkommen. Es war ja auch mal im Gespräch oder ein Gerücht, dass vielleicht auch Portal-Fahrzeuge rüberkommen sollten. Dazu wissen wir auch bisher noch nichts, da hat sich auch bisher noch gar nichts großartig getan. Und allein deswegen macht es für mich den Anschein, als wäre das die erste Season, bei der sie jetzt gesagt haben, okay, die müssen wir von Anfang an komplett neu entwickeln, weil sie dafür halt auch die Zeit brauchten, auch die Manpower. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute tatsächlich schon am nächsten Spiel sitzen und wirklich schon angefangen haben zu programmieren. Aber scheinbar brauchen sie mehr Zeit, um dann halt auch wirklich eine neue Season entwickeln zu können, weil sie gerade nicht genug Leute dafür haben oder weil sie die halt von Anfang an neu machen müssen. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum am Ende des Tages diese Season 16 Wochen hat und nicht wie die anderen viel weniger, beziehungsweise 12 Wochen, wie es normalerweise immer der Fall war, oder vielleicht auch mal 14. Und trotzdem stehen wir jetzt hier und haben unsere 100.000 Spieler täglich auf Steam, was sehr merkwürdig ist, ehrlich gesagt, weil man trotzdem auch immer wieder KI-Spieler in den eigenen Teams und im Gegnerteam hat. Irgendwas ist da faul, zumindest habe ich das Gefühl. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das alles an der neuen Karte liegt, nur weil das jetzt so eine Meat-Grinder-Karte ist, wo die Leute sich mit 30 gegen 30 an einem Tunnel gegenüberstehen und sich die Granaten um die Ohren hauen und mit Shotguns One-Shot machen. Was ich irgendwie komisch finde, dass das so der Trend und genau das Highlight für die meisten Spieler hier ist. Dachte eher, dass auch andere normale Karten da viel mehr Spaß machen als wirklich immer nur der Meat Grinder. Aber mal sehen, was wir vielleicht noch bekommen. Es wäre sehr schön, wenn wir wirklich mal eine Stadtmap bekommen würden als nächstes. Denn ich gehe stark davon aus, dass wir zumindest noch eine, wenn nicht sogar 2 Seasons bekommen werden. No question about it, I am ready to get hurt again. Abgesehen davon gab es ja das Fahrzeug-Rebalancing. Da haben sie ja auch nochmal am Physiksystem gearbeitet unter anderem. Also es gab schon einiges, was sie geändert haben. Aber das sind alles Dinge, von denen bekommen die Leute da draußen gar nichts mit, wenn sie das Spiel nicht aktiv verfolgen oder selber spielen. Und das ist das, was mich so ein bisschen irritiert, woher diese Spielerzahl auf einmal kommt. Aber was muss Battlefield denn jetzt noch alles bringen, damit das auch alles so bleibt und wir die Spieler behalten können und vielleicht sogar noch neue dazukommen könnten? Das ist ganz einfach. Zum einen brauchen wir neuen Content, neue Seasons und das regelmäßig, sonst wird das nicht. 16 Wochen ist schon happig. Wenn da jetzt das Halloween-Event gekommen ist und das vorbei ist und die meisten Leute den Season Pass einigermaßen durchhaben, dann werden auch einige Spieler wieder abhauen und dann erstmal wieder Pause machen. Ich meine, es dauert jetzt länger, den Battle Pass zu progressen. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich dann die Stufenaufstiege kauft und so weiter. Also allein deswegen wird die Spielerzahl wahrscheinlich auch länger gebunden und gehalten als zu den vorherigen Seasons. Trotzdem ist es sehr wichtig, dass dann halt vielleicht auch mal Dinge geändert und angepasst und verbessert werden, die schon so lange auf der To-Do-Liste stehen, die aber vielleicht nie irgendwie richtig angegangen wurden, wie beispielsweise Netcode, Hit Registration und so weiter. Alles, was halt so mit der Connection und mit der Stabilität des Servers zu tun haben, unter anderem auch, dass die Leute wirklich, wenn sie auf einen Gegner schießen, mit ihren Kugeln treffen und die auch registriert werden vom Server. Es gibt ja immer wieder die Möglichkeit, dass man sich das in den Optionen anzeigen lassen kann oder anmachen kann, dass man sieht, wie viele Schüsse habe ich denn jetzt überhaupt davon getroffen und welche wurden gar nicht erst gezählt, ja. Ich würde natürlich gerne den Serverbrowser wieder sehr stark betonen, aber es scheint, als hätten sich die Leute mittlerweile daran gewöhnt, dass man keinen Serverbrowser braucht. Zumindest spielen aktiv 100.000 Leute auf Steam täglich dieses Spiel, ohne einen Serverbrowser für den All-Out Warfare-Modus zu haben. Das heißt natürlich nicht, dass sie ihn nicht haben wollen. Das heißt einfach nur, dass sie sich mit ihrem Schicksal abgefunden haben, scheinbar.
Wo wir aber schon bei Portal sind, kurzer Einschub, und zwar die Serverliste für Portal-Modus ist wieder komplett voll mit irgendwelchen XP-Farm-Servern. Da haben sie jetzt gesagt, also die Community-Manager, dass sie da was angehen wollen, dass sie das unterbinden wollen. In welchem Ausmaß und inwiefern das überhaupt möglich ist, wage ich stark zu bezweifeln, dass sie da groß irgendwie die Kontrolle drüber erhalten können, weil das in der Vergangenheit auch nicht gut geklappt hat. Aber schauen wir mal, weil am Ende des Tages wird es dann wieder XP-Restrictions geben, beziehungsweise Beschränkungen, und dann werden sich auch wieder alle aufregen. Die Geschichte wiederholt sich. Wir drehen uns im Kreis mit der ganzen Sache. Was aber noch wichtig ist, neben Netcode, Hit-Registration und Server-Browser, ist vielleicht auch mal die Möglichkeit, dass wir höhere Tickraten für die 64-Spieler-Server bekommen. Das wurde mal angesprochen, dass man sich das anguckt und schaut, ob das vielleicht irgendwie möglich ist, dass man das erhöht, dass man die Server quasi upgraden kann, dass man dann auch wieder ein besseres Spielerlebnis hat, weil das dann auch wieder sehr förderlich ist für die Connection. Es dauert außerdem immer noch zu lang, Balance-Patches auf den Weg zu bringen, wenn es darum geht, dass einzelne Waffen viel zu stark sind. Man sieht es jetzt auch schon wieder, also ich fand, von Anfang an war die MCS 880 eine sehr starke Shotgun, muss man wirklich sagen. Die hat auch damals schon geone-shottet teilweise, je nachdem, wo du getroffen hast. Trotzdem sind jetzt scheinbar alle erst jetzt der Meinung, dass mit der neuen Karte diese Shotgun viel zu stark ist, weil jetzt zufällig spielt sie halt jeder, weil diese Karte es halt anbietet. Im normalen All-Out-Warfare-Modus auf großen Karten ist die auch ein absoluter Brecher. Und es gibt auch noch andere Waffen, die auf jeden Fall mal einen Balance-Nerf gebrauchen können. Und wie lange warten wir jetzt wieder auf sowas? It's been 84 years. Das müsste eigentlich innerhalb von ein, zwei Wochen gegessen sein, das Thema, dass man mal eben so einen Hotfix rausbringt, um die Waffen anzupassen. Und dann hätte sich das ganze Thema erledigt. Also alles, was mit Balancing zu tun hat, sollte auf jeden Fall ein ongoing Prozess sein, der mindestens alle zwei Wochen stattfindet und nicht erst nur alle 4 bis 6 oder von mir aus sogar 8 Wochen erst. Wir erinnern uns alle an die RM68, als die damals seit Ewigkeiten viel zu stark war, genau wie die BSVM. Aber ich denke mal, es wird abgesehen davon nicht mehr großartig viel kommen, was irgendwie noch implementiert wird. Was ich mir zum Beispiel auch sehr wünschen würde, wäre geducktes Sprinten, was wir auch aus Battlefield 5 hatten. Ein Call-In-System, wie wir das mit den Fahrzeugen kennen, finde ich gar nicht so geil. Könnte man auch ersetzen, komplett ersetzen durch ein Reinforcement-System, was man auch an das Squad-Management-System knüpfen würde, was ja jetzt endlich implementiert wurde. Daumen nach oben für DICE auf jeden Fall an der Stelle. Und dann könnte man es ähnlich kombinieren, wie man es damals in Battlefield 5 gemacht hat, nur vielleicht aus den Fehlern lernen und das vielleicht ein bisschen anders gestalten, dass dann einer nicht die ganze Zeit auf seinen 40.000 Punkten hängt oder 50.000, 60.000 Punkten und nie eine V1 oder sonst irgendwas anfordert. Und immer wenn jemand anfragt, dass er der Squad-Leader wird, markiert er schnell irgendwie was, sondern dass man da vielleicht irgendwie eine andere Lösung findet. Und damit könnte man dann halt auch ein Call-In-System verwenden, wo vielleicht auch nochmal irgendwas reinkommt wie ein extra spezial krasser Panzer, der ein bisschen mehr aushält und ein bisschen stärker ist, wo man dann ein paar mehr Leute braucht, um den down zu bekommen oder so. Von mir aus Artillerie oder irgendwie sowas. Eine EMP-Schockwelle auf einen Eroberungspunkt, der für Zeit X irgendwie alle elektronischen Geräte dort ausschaltet und so. Es gibt da eine ganze Menge, was man damit machen kann. Pickups, Battle-Pickups zum Beispiel wäre auch noch eine schöne Möglichkeit. Also alles, was so mit gewissen UI-Systemen zu tun hat, das haben wir ja jetzt fast alles bekommen, bis auf den Server-Browser. Aber gerade auch so Battle-Pickups wären zum Beispiel auch nochmal eine schöne Ergänzung. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass sowas vielleicht auch eine viel bessere Lösung in Zukunft wäre, statt Spezialisten mit ihren Gadgets. Dass man diese Gadgets nimmt, die Spezialisten wieder klassenbasierte Charaktere nennt. Ich meine, ist es ja zum Teil schon geworden. Aber dass man dann sagt, diese Gadgets sind auch unter anderem Battle-Pickups. Ein Wingsuit ist auf einmal ein Battle-Pickup. Ein Greifhaken ist ein Battle-Pickup. Das sind alles so Dinge. Dadurch hat man die Möglichkeit, ein gewisses Balancing zu behalten, aber trotzdem irgendwo diese Kniffe reinzubringen, dass die Leute denken, oh cool, ich habe hier jetzt einen Greifhaken oder einen Wingsuit oder von mir aus auch wieder irgendwie was wie den SPH-Werfer oder so. Also all solche Sachen wären aus meiner Sicht viel sinnvoller, wenn man das wieder als Battle-Pickup in dieses Spiel implementieren würde. Ein weiterer Daumen nach oben für DICE. Sie haben es endlich geschafft, gewisse Spielmodi permanent zu implementieren. Zumindest habe ich die Hoffnung, dass es permanent sein wird. Sie meinten jetzt, wir machen das jetzt testweise ein, zwei Wochen und schauen mal, wie es läuft. Und dann brauchen wir euer Feedback dazu. Und zwar gibt es aktuell den 64-Spieler-Modus nur für die neue Karte geheim. Dann gibt es einen 64-Spieler-Modus Eroberung und dieselbe Geschichte mit 128 Spielern. Also nicht immer nur entweder 64 oder 128, sondern alles gleichzeitig. Zeitgleich sogar Durchbruch und Infanterie-Durchbruch und Team-Deathmatch und Rush. Ja? Also wir haben jetzt so viele Spielmodi, die alle parallel zueinander koexistieren, ohne dass das eine zum anderen weichen muss.
Finde ich sehr schön. Wäre schön, wenn es für immer so bleiben würde. Weil dann müssen die Spieler, die zum Beispiel nur gerne TDM, Rush oder 128-Spieler-Modus spielen oder nur 64-Spieler-Modus spielen, jedes Mal betteln, dass sie ihren Modus wieder zurückbekommen. Das wäre auf jeden Fall sehr angenehm. Schreibt mir eure Gedanken und eure Wünsche zu diesem Spiel gerne in die Kommentare. Was muss Battlefield 2042 unbedingt noch haben, damit es noch besser wird oder besser als der Punkt, an dem wir jetzt angekommen sind? Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare. Ansonsten sehen wir uns gerne in einem neuen Video, Freunde. Macht's gut, bis dann und rein. Und wie immer, ciao, ciao.